Du hörst das Campus Magazin Hohenheim als Podcast. Ja, herzlich willkommen beim Campus Magazin Hohenheim. Heute am Freitag, den 5. Dezember. Und es ist ja schon echt ziemlich kalt geworden draußen, aber wir sitzen zum Glück hier in unserem warmen Studio und haben auch Studiogäste, und zwar von Greening Hohenheim. Ihr könnt euch mal kurz vorstellen, wenn ihr wollt. Ja, hi, ich bin der Andreas von Greening und bin jetzt schon seit 13 Jahren schon dabei. Ja, und mein Name ist Marcel Bubeck, ich bin auch bei Greening, aber erst seit 2 Monaten und arbeite nebenher noch beim Lehrstuhl für Umweltmanagement, aber ich glaube, dazu werden wir später noch mehr sagen. Genau, auf jeden Fall. Und außerdem haben wir heute noch im Angebot sozusagen ein Interview mit Dr. Ulrich Schachtschneider, der auch bei der Greenbug Lecture dabei war, die von Greening Hohenheim eben organisiert wurde. Darüber werden wir später noch sprechen, und außerdem haben wir einen Multikulti-Check zum Nikolaustag. Also ihr könnt euch auf eine spannende Sendung freuen, und ich bin die Linda, und mit mir im Studio von Campus Magazin ist der Lars, hallo. Gut, dann fangen wir gleich mal an mit Musik, und zwar mit The Wombats, Let's Dance to Joy Division. Das war White Christmas von Bad Religion. Ich hoffe ja auch, dass wir dieses Jahr endlich mal wieder weiße Weihnacht haben. Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auf den Schnee, oder... Ja, also ich fände das schon echt cool. Also ich komme ja aus dem Schwarzwald, und bei mir zu Hause in der Nähe zumindest hat schon geschneit, habe ich gehört. Und ich hoffe doch sehr, dass es vielleicht sogar auch noch nach Stuttgart kommt, weil ich Schnee einfach echt toll finde. Und ihr Jungs, freut ihr euch? Weiße Weihnacht? Dürft ihr das überhaupt von Greening? Also ja, Zeit für einen schlechten Wortwitz muss immer sein. Ja, schön wäre es natürlich schon. Ich habe noch so meine Zweifel in Stuttgart, ob der Schnee bisher vordringen kann. Aber ich fahre über Weihnachten auch wieder heim auf die Ostalb, und da hat es eventuell ein bisschen mehr Schnee als hier. Ja, ich hoffe, dass es dieses Jahr auch etwas besser wird, weil letztes Jahr war es ja schon ziemlich mild zu dieser Jahreszeit, und ich finde, Weihnachten und weißer Schnee, das gehört einfach zusammen. Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass das dazu kommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt von Adam Green Carolina. Campus Safari. So, und wie vorhin schon gesagt, heute haben wir den Andreas und den Marcel von Greening Hohenheim da. Jungs, ihr habt euch schon vorgestellt, aber was genau ist denn Greening Hohenheim? Ja, also wir sind eine studentische Gruppe, und uns gibt es seit 2009. Wir sind eine Nachhaltigkeitsgruppe. Wir setzen uns dafür ein, dass die Uni eben einfach nachhaltiger wird insgesamt, und dass auch die Studenten ein bisschen mehr ein Bewusstsein entwickeln für nachhaltiges Handeln und für die Auswirkungen vom Handeln und so weiter. Wir sind nicht nur Studenten, sondern auch einige Mitarbeiter von der Uni. Ja. Genau, also bei euch kann theoretisch jeder mitmachen an der Uni, der irgendwie Interesse hat. Ja klar, wir freuen uns natürlich immer, wenn jemand Neues dazukommt. Und wann und wo trefft ihr euch so, falls man Interesse hat? Muss man sich vorher anmelden oder kann man einfach vorbeikommen? Nee, also es kann jeder immer vorbeikommen, wenn er Lust hat. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 13.30 Uhr etwa bis 14 Uhr. Und zwar oben drin im Ashtar-Gebäude. Das ist die alte Botanikraum Nummer 216. Ja, hinter der Mensa, ne? Ja, genau. Genau, ja. Und was macht ihr dann da so? Also, ja, sitzt ihr rum, besprecht ihr Projekte? Ja, wir besprechen halt unsere aktuellen Projekte, die wir so haben, und auch ja einfach ein bisschen gemütlich zusammenhocken. Und Marcel, du hast mir vorhin schon gesagt, du wolltest ein bisschen was zu deinen Projekten da genauer sagen. Ja, das Schöne an unserer Studentenorganisation ist eigentlich, dass nicht nur Studenten dort mitarbeiten, sondern auch Mitarbeiter, wie wir vorher gesagt haben, oder auch Verwaltungsangestellte der Uni selber. So zum Beispiel auch ich und der Herr Hanke, wir sind vom Lehrstuhl für Umweltmanagement, und ja, wir haben Nachhaltigkeitsprojekte realisiert, weil wir durch einen Qualitätsinnovationsfonds finanziert werden, und dort haben wir dann pro Semester beziehungsweise pro Jahr eigentlich 60.000 Euro immer übrig. Mit diesem Geld dürfen wir dann Nachhaltigkeitsprojekte finanzieren. Es ist jetzt natürlich kein großer Betrag, den man hat, aber man versucht natürlich das Beste daraus zu machen und versucht natürlich
die Greening Hohenheim mit einzubringen, weil die auch teilweise sehr gute Ideen haben. Wir haben dadurch zwei Projekte realisiert durch dieses Geld. Zum einen das Stifteboxenprojekt und zum anderen das Heizungsreflexionsprojekt. Beim Stifteboxenprojekt geht es einfach darum, alte, ausgediente Kulis, die natürlich in der Verwaltung in der Hohenheim selber ziemlich oft anfallen, dass wir die sammeln in bestimmten Bereichen, wo die Menschenmengen ziemlich groß sind. Die ausgedienten Stifte werden dann zu TerraCycle geschickt. Das ist eine Organisation, die machen daraus dann Upcycling-Produkte, das heißt höherwertige Produkte wie Stifte selber, wie Gießkannen oder Stiftebehälter, und zahlen uns dann pro Stift 2 Cent. Und die Notwendigkeit, dass sie uns die 2 Cent pro Stift auszahlen, ist einfach, dass wir dann das Geld, das wir dadurch kriegen, an eine wohltätige Organisation wie SOS Kinderdorf oder so weiter spenden. Mhm. Und das wurde jetzt Das andere Projekt, das ist das Heizungsreflexionsprojekt. Das ist wurde eigentlich von auch einem anderen Studenten, das waren die Energy Scouts, wurde das umgesetzt. Das war Teil einer Projektarbeit. Und die Energy Scouts, das wird von Herrn Dr. Meissner geleitet, die beschäftigen sich dadurch eigentlich darum, nur die Energie, das Energiemanagement an der Uni Hohenheim etwas zu verbessern. Wo gibt es Einsparungspotenziale? Und da ging es darum, den Heizungsverlust, den die Heizkörper natürlich ausstrahlen, dass die nicht in die Wand gehen, sondern dass wir den versuchen aufzufangen und durch Reflexionsfolien selber den Heizung anbringen. Und das wird natürlich an den Raum zurückgestrahlt. Und ja, Prognose bzw. prognostische Werte sind natürlich, dass wir pro Jahr 10% Heizungsenergie dadurch einsparen. Und natürlich die ganze Materialien mussten wir kaufen, das heißt Reflexionsfolien und so weiter und so fort. Und das haben wir auch umgesetzt und hat ziemlich gut in unser Budget gepasst. Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich cool, dass man da als Studenten, als Mitarbeiter auch wirklich persönlich da mitarbeiten kann, wenn einem an der Uni was nicht gefällt. Wenn ich mich richtig erinnere, auch die ganzen Aufkleber, die man hin und wieder auf Lichtschaltern und so weiter und auf Fenstern sieht, wo es um Energiesparen geht, die sind ja auch von euch. Und ist auf jeden Fall cool, dass man da auf die Art ein bisschen mitarbeiten kann. Vorträge macht ihr ja auch, da hören wir später noch ein bisschen was dazu, zu eurer Greenback Lecture. Aber jetzt spielen wir erstmal von Snoop Dogg Science. Hohenheimer Welt. Heute mit Linda. Forschung findet Bekämpfungsansatz für Cholera. Eine Entdeckung, die den Durchbruch bei der Bekämpfung von Cholera, Pest und Hirnhautentzündung bedeuten könnte. Und ein entsprechender Artikel im heiß umkämpften Fachmagazin Nature. Beides ist der Hohenheimer Mikrobiologin Dr. Julia Fritz-Stäuber in dieser Woche gelungen. Gemeinsam mit ihren Co-Autoren von der Uni Freiburg beschrieben die Forscher die biologische Nanomaschine in der äußeren Hülle des Cholera-Bakteriums, auf die der Krankheitserreger angewiesen ist, um sich zum Beispiel fortzubewegen. Und ihre Arbeit ist damit von großer Bedeutung für die Wissenschaft und Medizin. Denn durch diese Entdeckung des Zellaufbaus könnten Pharmafirmen nun ein Gegengift gegen Cholera, Pest und Co. entwickeln. Dieses könnte beispielsweise aus Molekülen bestehen, die die Nanomaschine zerstören oder verstopfen. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, steht euch der Link zum Artikel auf der Homepage des Hohenheimer Online-Kuriers zur Verfügung. Hohenheimer Agrarforschung gehört zu den besten weltweit. Schmeichelhafte Beurteilung. Laut zweier international beachteter Rankings gehört die Agrarforschung der Uni Hohenheim Europa und sogar weltweit zur Spitze. Nicht immer sehen sich die Universitäten und Wissenschaftler gerne mit Rankingergebnissen konfrontiert. Gerade bei den großen internationalen Rankings schneiden deutsche Universitäten in der Regel eher schlecht als recht ab. Wenig Grund zu klagen dürfte es dieser Tage hingegen bei den Hohenheimer Agrarforschern geben. Denn gleich zwei große internationale Rankings sehen den Fachbereich Deutschland, Europa und weltweit in der Spitzengruppe. Im Best Global Universities Ranking des Nachrichtenmagazins US News and World Report kann sich die Uni Hohenheim weltweit Platz 7 im Bereich Agricultural Science sichern. In Deutschland belegt Hohenheim Platz Nummer 1. Die Top-Platzierung geht dabei nicht allein auf das Konto von Wissenschaftlern der Fakultät Agrarwissenschaften, denn unter die Kategorie Agricultural Science fallen zum Teil auch Themen wie Ernährung der Fakultät N oder Umweltökonomie der Fakultät W. Na, das kann sich doch sehen lassen. V-Tipps. Heute mit Lars. Filmschau in Baden-Württemberg. Seit Mittwoch dieser Woche läuft die 20. Filmschau Baden-Württemberg. Die Filmschau ist das Schaufenster für aktuelle Filmproduktionen aus dem Südwesten.
Noch bis Sonntag, den 7.12., werden hier Filmproduktionen aus Baden-Württemberg gezeigt. Die Filmschau präsentiert ein breit gefächertes, unterhaltsames und informatives Programm, vor allem für Filmschaffende und Cineasten. Aber auch wer einfach nur Interesse an neuen und individuellen Filmen hat, sollte dieses Wochenende in den Innenstadtkinos in Stuttgart vorbeischauen. Weltweihnachtszirkus. Ab heute gibt es auf den Cannstatter Vasen statt Bierzelten wieder die Zelte des Weltweihnachtszirkus zu sehen. Spannung, Stunts und Sensationen. Das alles vereint die einmalige Veranstaltung immer wieder aufs Neue. In diesem Jahr werden 5 Attraktionen in Stuttgart präsentiert, welche zum Internationalen Zirkusfestival im Januar in Monte Carlo zugelassen sind. Wenn das kein Anreiz ist für einen Besuch der allabendlich stattfindenden Vorstellung. Mehr Informationen zu den genauen Spielzeiten und Eintrittspreisen findet ihr unter weltweihnachtszirkus.de. Film ab. Das Unikino. Nächsten Donnerstag ist im Unikino wieder einmal Wunschwillabend, und zwar unter dem Motto Animationsfilm. Zur Auswahl stehen die Filme Drachenzähm leicht gemacht, Rapunzel neu verföhnt, unter anderem mit den Stimmen von Alexandra Nell und Moritz Bleibtreu, sowie Die Eiskönigin, völlig unverfroren, für die Harpe Kerkeling seine Stimme dem Schneemann Olaf geliehen hat. Abstimmen könnt ihr noch bis Mittwoch, den 10.12. 16 Uhr über die Facebook-Seite des Unikinos Hohenheim. Und wie ich gerade noch von Marcel von Greening erfahren habe, gibt es auch von Greening eine Veranstaltung, und zwar am Montag, den 15.12. ab 15 Uhr. Das ist eine Projektvorstellung der bisherigen Projekte von Greening und findet statt in der Bereichsbibliothek im ersten Stock im Lesesaal 13. Für Getränke und Snacks ist auch gesorgt. Falls ihr Interesse habt, Montag, 15.12. ab 15 Uhr, und anmelden solltet ihr euch vorher unter mbubeck@unihohenheim.de. So, das waren die V-Tipps, und jetzt kommt die Bloodhound Gang mit Firewater Burn. So, und wie vorhin bereits angekündigt, kommt jetzt ein Interview mit Dr. Ulrich Schachtschneider. Der ist Energieberater und hat einen Vortrag gehalten letzte Woche Mittwoch in der TMS bei der Greenbug Lecture, die auch von Greening Hohenheim organisiert wird. Jetzt hören wir erst das Interview und später unterhalten wir uns noch ein bisschen darüber. Dr. Schachtschneider, was genau muss ich mir unter einem ökologischen Grundeinkommen vorstellen? Sie kennen vielleicht ein Grundeinkommen allgemein. Das ist ein Einkommen, was jeder Mensch bekommt, unabhängig davon, ob er sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt oder ob er irgendwie seine Bedürftigkeit nachweisen kann. Ein ökologisches Grundeinkommen ist einfach ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, was finanziert wird über Ökosteuern, komplett oder zu großen Teilen. Das klingt jetzt erstmal natürlich sehr utopisch. Wie könnte man das denn genau praktisch in verschiedenen Schritten umsetzen? Sie haben vollkommen recht. Das wäre eine ganz andere Struktur der Produktion und der Konsumtion. Das kann ich nicht von Montagmorgen an auf einmal jetzt hier in unsere Ökonomie oder in unsere Gesellschaft setzen. Es sind kleine Schritte notwendig. Aber wir haben zum Beispiel schon so etwas wie eine Ökobesteuerung. Nehmen wir das Beispiel des europäischen Emissionshandels. Da gibt es eine Besteuerung, so und so viel muss man zahlen für ein Zertifikat für eine Tonne CO2. Und man kann das Aufkommen daraus nehmen und es nicht irgendwo versickern lassen in irgendwelchen Staatshaushalten. Man kann es jedem Bürger wieder auszahlen. Dann hätten wir dieses Prinzip des Tax, etwas besteuern, des Ecotax, etwas ökologisch besteuern, und des Share, ne, es gleichmäßig an alle zurückverteilen. Jetzt aber mal angenommen, wir führen ein ökologisches Grundeinkommen tatsächlich ein. Gibt es Probleme und Schwierigkeiten, die sich da auf lange Sicht ergeben? Müssen wir möglicherweise den Steuersatz oder Ähnliches irgendwann anpassen? Ja, Sie haben es schon selber gesagt. Natürlich taucht die Frage auf, was machen wir, wenn wir Erfolg haben mit unserer ökologischen Steuerung durch eine Ökosteuer? Wenn weniger an problematischen Ressourcen verbraucht wird, dann haben wir auch weniger für unser Grundeinkommen. Aber wir können, wie Sie schon sagten, in dem Fall einfach die Steuersätze erhöhen. Wir können sagen, im Jahre 2015, ne, wenn wir das jetzt politisch beschließen und einführen, dann kostet eine Tonne CO2 20 Euro.
Im Jahre 2020 kostet sie 25 Euro, im Jahre 2030 30 Euro und so weiter. Die Leute werden wegen der Besteuerung weniger CO2 emittieren, aber das Aufkommen aus dieser Steuer wird gleich bleiben. Also das ist dem Prinzip nicht entgegengesetzt, dass wir Erfolg haben. Wir können an diesen Steuersätzen immer drehen und das ist auch aus der Sicht einer ökologischen Steuerung sehr gut, ne? Wenn wir schon bestimmte Effizienzpotenziale realisiert haben, dass die Leute Maschinen bauen mit weniger Energieeinsatz zum Beispiel, weil es CO2 was kostet, dann sollen sie angeregt werden, noch effizientere Maschinen zu bauen. Oder wenn sie angefangen haben, einen anderen Lebensstil zu leben, wo sie weniger Energie verbrauchen, dann sollen sie durchaus nachher einen Anreiz haben, das noch weiter fortzusetzen. Wichtig ist, dass das langsam geht, dass die Leute sich in ihren technischen und in ihren kulturellen Änderungen langsam auf höhere Preise für Umweltverbrauch einstellen können. So, ja, das war das Interview und jetzt hätte ich mal eine Frage an euch. Wie lange gibt's denn die Greenbug Lecture eigentlich schon? Ja, also die Greenbug Lecture, die gibt's eigentlich schon so lange, wie es Greening Hohenheim gibt. Das sind 5 Jahre, seit 2009. Und das ist die Greenbug Lecture, was muss ich mir da konkret drunter vorstellen? Also das ist ein Vortrag, eine Vortragsreihe zum Thema, ja, zu grünen Themen oder... Ja, also es ist eine Vortragsreihe, ja, aber nicht regelmäßig, sondern in unregelmäßigen Abständen auf dem Wintersemester. Und das Besondere bei der Greenbug Lecture ist eben, dass die Vorlesungen auf Englisch gehalten werden. Es ist meistens so ungefähr eine halbe Stunde irgendein Vortrag von einem Referenten und im Anschluss dann noch eine Moderation zu dem Thema oder eine Diskussion zu dem Thema, wo dann jeder noch mal Fragen stellen kann, wenn was nicht klar war oder wo man auch Kritik äußern kann und so weiter. Und warum genau findet die dann auf Englisch statt? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Unsere Uni selber ist international ausgelegt. Wir haben viele Studierende aus vielen vielsprachigen Ländern und vor allem im Agrarbereich. Und in diesem Fall haben wir auch viele Zuhörer aus Afrika oder aus Asien, die Greenbug Lecture besuchen. Und da macht natürlich Sinn, das auf Englisch vorzutragen anstatt auf Deutsch. Jetzt das Thema dieser Greenbug Lecture war jetzt das ökologische Grundeinkommen, Ecological Basic Income. Ist das ein eher typisches Thema oder fällt das so ein bisschen aus dem Rahmen? Also was gab es da bisher so für Themen bei der Greenbug Lecture? Ja, das ist eigentlich, also es sind generell immer einfach Nachhaltigkeitsthemen. Wir hatten zum Beispiel auch schon das Thema Fracking oder ganz am Anfang, als es losging, hatten wir mal eine Greenbug Lecture zum Klimagipfel in Kopenhagen. Der war ja 2009. Dann hatten wir schon eine Greenbug Lecture mit dem Titel Leben ohne Phosphor oder Ölsandabbau in Kanada. Genau, das ja. sind so typische Themen, eigentlich alles, was irgendwie Auswirkungen auf die Umwelt hat vor allem. Und das war jetzt doch eher ein abstraktes Thema im Vergleich zu anderen. Und die Referenten, wie findet ihr die? Wie kommt ihr auf die? Ja, das ist ganz einfach. Der Holger Fischer, der war früher eigentlich einer der Mitgründer von Greening Hohenheim und war früher wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hohenheim und arbeitet jetzt an der FH in Nürtingen-Geislingen. Und er hat viele Kontakte, vor allem in die Wirtschaft, mit anderen Referenten von PE International zum Beispiel, das ist eine nachhaltigkeitsberatende Firma und so weiter und so fort. Und dort kriegen wir eigentlich immer die meisten unserer Referenten her. Jetzt haben wir vorhin ja schon was über ein paar Projekte gehört. Das waren eher ganz praktische Projekte, wie die Stifteboxen zum Beispiel oder die Folien hinter den Heizungen. Die Greenbug Lecture ist ja jetzt eher eine Informationsveranstaltung, eine Vortragsreihe. Habt ihr da noch andere Veranstaltungen, die mehr in die Richtung Information gehen? Also im Sommersemester hatten wir die Woche der Artenvielfalt. Die hat sich erstreckt über eine ganze Woche und wir haben jeden Tag eine oder mehrere Führungen angeboten von Mitarbeitern der Uni, aber auch vom Naturkundemuseum jetzt. Und die Themen der Führungen waren eben Ornithologie beispielsweise, Botanik, Bodenkunde, solche Themen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Auf jeden Fall, wer Interesse hat, bei Greening mal vorbeizuschauen, sich einfach nur
einfach mal vorbeizuschauen, sich mal anzuschauen, wie läuft das denn tatsächlich ab. Der kann am Mittwoch, immer mittwochs, 13.30 Uhr in die alte Botanik kommen. Raum 216 ist das. So, möchtet ihr noch jemanden grüßen? Ja, ich möchte gern meinen Fußballverein, den SV Gabelberg, grüßen, vor allem meinen Mannschaftskollegen Benjamin Schöllhorn, der alte Oberschienen-Charlie, und dann noch ja, natürlich alle von Greening, natürlich, und natürlich mein Vorgesetzter, Herr Alex Sanke, der sich natürlich auch sehr stark im nachhaltigen Entwicklung an der Universität Hohenheim beteiligt. Ja, ich grüße auch alle Mitglieder von Greening und alle, die es hoffentlich mal werden wollen. Kommt ruhig vorbei und habt keine Hemmungen. Ja, ich möchte zwischendurch auch mal noch kurz einen Gruß loswerden. Und zwar grüße ich meine beste Freundin Lena, die zu Hause gerade mit ihren Eltern vorm Radio sitzt. Ja, ich weiß leider nicht, ob jemand zuhört, der mich kennt. Ich hoffe mal, falls jemand zuhört, fühlt euch gegrüßt. So, das war's jetzt mit Greening Hohenheim. Aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Jetzt kommt erstmal The Do, Keep Your Lips Sealed, und dann ja, haben wir noch eine ganze zweite Sendestunde, auf die ihr euch hoffentlich genauso freut wie wir. Ja, viel Spaß. So, und damit willkommen zur zweiten Sendestunde. Falls ihr gerade erst einschaltet, ich bin immer noch Lars und bei mir ist die Linda. Genau. Wir fühlen uns ein ganz klein bisschen einsam, weil unsere Studiogäste von Greening, die sind jetzt weg und jetzt sitzen wir hier zu zweit in unserem riesigen Studio. Naja, aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar spannende Themen für die zweite Sendestunde. Unter anderem hören wir einen Multikulti-Track zum Nikolaustag. Ja, Linda hat hier vorhin uns alle schon mit Schokolade mit ihrem Nikolaus versorgt, fand ich sehr nett. Ja, der war aus der Mensa. Hey, es gab Nikolaus in der Mensa. Für irgendwas ist das Studium also doch gut. Ja, ich stelle auch noch meinen Stiefel heute raus. Mal gucken, ob da was kommt. Okay, und jetzt haben wir auf jeden Fall, jetzt kommt Fatboy Slim mit The Rockefeller Skank. Das war Lily Allen mit Smile. Und heute ist ja Nikolausabend, weil morgen am 6. Dezember ist der Nikolaustag. Und das ist ja irgendwie schon voll die Kindheitserinnerung, finde ich. Oder was verbindest du denn damit, Lars? Also ich verbinde damit, dass ich mich immer extrem gefreut habe, wenn ich neue Winterschuhe gebraucht habe, Winterstiefel dann, weil ich habe mich jedes Mal riesig gefreut, wenn ich größere Stiefel gebraucht habe, weil ich wusste dann immer, das heißt, es passt mehr rein und ich bekomme auch mehr. Also ich habe mir riesige Füße gewünscht als Kind, nur für diesen einen tollen Tag. Das war immer sehr lustig. Ja, das war auch immer, finde ich, echt cool, wenn man am Abend da seinen Stiefel irgendwo aufgehängt hat und dann am Morgen war der einfach gefüllt und es war irgendwie schon irgendwie eine richtig coole It's Sache. It's magic. Ja, und Chanzu hat einen Multikulti-Check zum Nikolaustag gemacht und sich mal angeschaut, wie eigentlich der Nikolaustag so auf dem Rest der Welt oder wie auch immer gefeiert wird. Wir hören einfach mal rein. Multikulti-Check mit Jansu. Was haben Sinterklaas, Nicolo, Sveti Nikola und Saint Nicolas gemeinsam? Sie sind alle Namen für den Nikolaus, dessen Fest vom 6. Dezember gefeiert wird. Nikolaus soll Überlieferung zufolge ein Bischof gewesen sein, der 270 in Myra, in der heutigen Türkei, geboren und aufgewachsen ist und für seine Mildtätigkeit, vor allem das Beschenken von Armen, bekannt war. Nikolaus von Myra gilt als Schutzpatron der Seefahrer, reisenden Händler und natürlich Kinder, weshalb er zum Heiligen ernannt wurde. Am 6. Dezember wird ursprünglich seines Todes gedacht. Da dieser Brauch der heiligen Verehrung katholischen Ursprungs ist, wurde er von Martin Luther abgeschafft. Dennoch wird seit Jahrhunderten weiter der Nikolaustag gefeiert, vor allem in katholischen und orthodoxen Gegenden der Welt. In Griechenland beispielsweise steht die Figur des Nikolaus als Schutzpatron der Seeleute im Vordergrund. Vor allem in Küstenregionen gibt es nur selten geschmückte Bäume, viel eher trifft man auf kleine geschmückte Schiffe mit Lichterketten auf den Kaminsimsen. Hier wird vor allem der Namenstag aller Nikos, Nikis und Nikolaus gefeiert und nicht das Beschenken der Kinder. Mikołaj hingegen, der Nikolaus in Polen, kommt gleich zweimal,
Zunächst beschenkt er die Kinder in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember, die dann die Geschenke in Socken unter Sofakissen finden, und kommt dann am 24. erneut, um die Geschenke diesmal unter den Weihnachtsbaum zu legen. Der holländische Sinterklaas kommt gemeinsam mit dem Zwarte Piet, dem schwarzen Peter, ganz im Bischofsgewand mit dem Schiff angereist, da er den ganzen Sommer in Spanien verbracht hatte. Die Ankunft des niederländischen Nikolaus erfolgt jedes Jahr bereits Mitte November in einer anderen Stadt und wird sogar live im Fernsehen übertragen. Bis zum 5. Dezember touren Sinterklaas und Zwarte Piet durch die Niederlande und besuchen die Kinder. Die tatsächliche Bescherung erfolgt hier bereits am 5.12. am Piaque Savant. In Frankreich sind vor allem im Elsass und Lothringen die alten Nikolausbräuche zum 6. Dezember geblieben. Beispielsweise kann man hier in Nancy den Nikolaus vom Balkon des Rathauses am berühmten Place Stanislas beobachten. Jährlich findet hier in den Straßen ein zweitägiger Umzug mit 100.000 Besuchern statt. Der heute in den USA weit verbreitete Santa Claus geht tatsächlich auch auf die Figur des heiligen Nikolaus zurück. Aber durch die Säkularisierung im 19. Jahrhundert fielen die Elemente wie das Bischofsgewand und die Mitra, die Bischofsmütze, weg und wurden durch einen einfachen Mantel und eine Zipfelmütze ersetzt. Nur die Farben Rot und Weiß blieben übrig, was sich auch die Hersteller einer bekannten koffeinhaltigen Brause zu nutzen machten. Santa Claus, auch bekannt unter dem Namen Weihnachtsmann, bringt am 24. und 25. Dezember die Geschenke und ersetzt somit das Christkind, nicht jedoch den Nikolaus im ursprünglichen Sinn. Man merke also, der Nikolaus ist nicht gleich der Weihnachtsmann und hat auch nichts mit Weihnachten im Sinne der Geburt Jesu zu tun. Spätestens am 6.1. haben dann aber alle Kinder ihre Geschenke, ob vom Christkind, der Hexe Befana wie in Italien oder Väterchen Frost in Russland. Ja, immer wieder interessant zu hören, wie unterschiedlich sich Bräuche im Lauf der Zeit und vor allem natürlich auch rund um den Globus entwickeln. Danke dafür an Shansu. Ja. Ja, ich will noch anmerken, Coca-Cola macht ja eben auch Werbung mit dem Weihnachtsmann, beziehungsweise hat den eigentlich etabliert, hat Shansu ja erklärt. Und ich habe neulich einen Coca-Cola-Truck gesehen, der ist durch Stuttgart gefahren, am Weihnachtsmarkt vorbei. Und ich war sehr enttäuscht, weil der war überhaupt nicht so schön wie in der Werbung. Also ich bin jetzt wirklich sehr enttäuscht von Coca-Cola. Sind etwa am Ende nicht mal rundherum überall Lichter angegangen? Und nein. Oh, keine glücklichen Menschen überall? Nein. Aber koffeinhaltige Brause, das ist doch, da ist ganz viel Zucker drin, das macht ja alles glücklich. Vielleicht hilft da eher der Glühwein. Ja, der Glühwein definitiv. Glühwein ist auf jeden Fall eine gute Sache, besonders im Dezember. Und passend dazu haben wir jetzt The Decemberists mit Make You Better. So, das war Röksop mit Running to the Sea. Und heute hatten wir ja hier in der Sendung irgendwie ganz, ganz viele Kindheitserinnerungen. Ich habe mich erinnert an die tollen Sachen, die wir immer an Nikolaus gemacht haben. Ja, Linda hat sich erinnert, beziehungsweise an eine zerstörte Kindheitserinnerung, dass der enttäuscht von dem Coca-Cola-Truck. Genau, was für eine schlimme, schlimme Enttäuschung. Und da ist uns aufgefallen, dass heute auch noch was anderes passiert ist, was man auf Kindheitserinnerungen beziehen könnte. Und zwar wäre heute der 113. Geburtstag von Walt Disney. Der ist 1901 geboren worden und ich denke, mit dem hatten wir, ja, beziehungsweise nicht mit ihm, sondern mehr mit seinen Filmen, mit seinen Werken. Die haben uns ja alle in der Kindheit irgendwie teilweise berührt. Auch ziemlich stark berührt, geprägt. Linda, was ist denn dein Lieblings-Disney-Film? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich mag ja, von den neueren mag ich auf jeden Fall Rapunzel neu verföhnen total gerne. Den finde ich richtig lustig und richtig gut gemacht. Und aber sonst bin ich irgendwie gar nicht so der Animationsfilm- oder Trickfilm-Gucker irgendwie. Auch in der Kindheit gar nicht so arg gewesen irgendwie. Ja, ich war irgendwie immer ein bisschen Fan von den Bösewichten, also Maleficent, ja. Aber da fand ich, hat mich irgendwie die Neuverfilmung so ein bisschen enttäuscht. Fand ich schade. Vorher war das so die ultimative böse Hexe, die sich am Ende sogar in einen Drachen verwandelt. Und naja, da, ja gut, Angelina Jolie und das Baby, komisch. Ja, im Moment verbindet man ja mit Disney, glaube ich, die neue Star Wars Verfilmung Episode 7, die irgendwie ziemlich gespannt, in der Kritik steht. Soll. Ja, also ich habe schon gehört, der Trailer enttäuscht irgendwie schon viele Star Wars Fans, weil da irgendwie so Detailfehler drin sind. Ich kenne mich da ja nicht so aus, aber ja, mal sehen. Ja, hoffentlich
Erinnern Sie sich an Ihre Wurzeln bei Star Wars, weil ja auch sehr viele von den eigentlichen Prequels, da Episode 1, 2 und 3, nicht ganz so extrem begeistert waren. Und ja, hoffen wir, dass Sie sich auf Ihre Wurzeln besinnen. Und genau. Passend dazu kommt jetzt von Kate Nash Foundations. So, nach diesem schönen Lied kommen wir jetzt zu einem ganz besonderen Highlight sozusagen, was die Musik angeht in der Sendung. Und zwar spielen wir von der Band, die letzte Woche bei uns im Studio war, The Third Above, also die Terz drüber, spielen wir ein Lied, das sie eben auch letzte Woche hier bei uns live gespielt haben. Und ja genau, wir hören einfach mal rein. Ja, das war Man in the Mirror von The Third Above, die letzte Woche bei uns im Studio waren. Ich war leider nicht dabei, aber absolut großartiger Song. Linda ist neben mir fast schon ausgeflippt. Du warst letzte Woche dabei und du bist anscheinend ein Riesenfan. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Band. Also das ist eine Band eben von der Uni Hohenheim. Die haben sich an der Uni kennengelernt und studieren alle ganz unterschiedliche Sachen. Und eben zwei davon sind eben auch Kommilitonen von mir und Freunde. Und ja, deswegen kenne ich die natürlich sehr gut und war natürlich bisher bei jedem Event sozusagen, wo sie gespielt haben. Und unter anderem eben auch am Dienstag bei der Open Stage. Und das war echt richtig cool, weil die waren eben der letzte Programmpunkt als Band, natürlich sozusagen ein Highlight. Ja, und es war wirklich toll. Die Leute wollten gar nicht mehr, dass sie überhaupt aufhören. Und genau, also es war auch wirklich letzte Woche hier richtig schön im Studio. Es war zwar richtig voll und eng, aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich finde, die Aufnahmen sind auch echt gut geworden. Ja, und falls ihr eine Band habt und vielleicht mal gerne bei uns spielen würdet, dann könnt ihr uns ja einfach mal Bescheid sagen. Vielleicht lässt sich da was einrichten, weil hat sich echt großartig angehört hier. Das war jetzt auch gerade die Aufnahme von, wo sie das Lied bei uns hier im Studio gespielt haben. Hat uns teilweise echt überrascht, dass sich das am Ende so großartig angehört hat. Und ja, also ich denke mal, wäre schon cool, wenn sich da wieder mal was einrichten lassen würde. Denn eine Band live im Studio haben ist im Radio auf jeden Fall eine coole Sache. Genau, und wenn ihr sonst künstlerisch begabt seid, zum Beispiel gerade was Poetry Slam angeht, dann könnt ihr euch auch gerne bei Horaz melden. Und zwar veranstaltet die Wortbar, das ist auch eine Sendung hier bei Horaz, ein Slam Roulette am 16. Januar nächstes Jahr. Und wenn ihr da Lust habt mitzumachen, also da wird von jeder Hochschule wird ein Vertreter gesucht, dann könnt ihr euch gerne an wortbar@horaz.de melden bis zum 14. Dezember. Dann machen wir jetzt weiter mit Musik und zwar mit Miss Lee Dancing the Whole Way Home. So, das war Matzen mit Nachtbaden. Ja, zum Nachtbaden ist es leider im Moment schon ein bisschen zu kalt. Oder Linda, wie siehst du das? Ja, bisschen? Ich glaube auch. Also hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Ja, mehr Eisfischen kann man aber mal machen. Weiß nicht, ob das hier irgendwo in der Gegend geht, aber wäre bestimmt mal lustig. Und gut, reinfallen sollte man nicht. Das geht dann, glaube ich, nicht gut aus. Ja, als nächstes haben wir dann eher wieder ein Lied, was ein bisschen zur kalten Jahreszeit passt. Und zwar Billy Idol mit Santa Claus is Back. Horaz 88.6, das Campus-Magazin der Uni Hohenheim. Ja, und dann ist unsere Sendung leider auch schon wieder vorbei. Es waren zwei sehr abwechslungsreiche Stunden und für uns zumindest, ich hoffe für unsere Hörer draußen natürlich auch. Und vergesst nicht uns zu liken auf facebook.com/campusmagazin. Dort findet ihr dann auch unseren Podcast, den wir immer so ungefähr am Sonntag oder Montag hochladen. Dort könnt ihr dann einfach alles nochmal nachhören. Und außerdem laufen wir in Hohenheim auch in der Mensa jeden Montag ab 12 im Cafeteria-Bereich. Außerdem möchten wir heute noch allen Geralds, Hartwigs und Reinhards gratulieren, die heute nämlich Namenstag haben. Genau, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Nikolausabend, morgen Nikolaustag. Überfresst euch nicht an Süßigkeiten, ich nehme es mir jedes Jahr vor, es klappt einfach nicht, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, und dann habt noch ein schönes, frostiges Wochenende. Und als letztes kommt jetzt noch, was heißt nicht als letztes, als nächstes kommt Maximo Park mit Girls Who Play Guitars. Das war das Campus Magazin Hohenheim als Podcast. Mehr Infos zur Sendung unter facebook.com/campusmagazin.
Horaz. Campus, das Magazin.